Hartwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Ja gut, wenn man mal so das, die Historie von meiner Seite SV Sandhausen betrachtet, dann ist es ja so, dass ich schon mit einem Jahr im Kinderwagen hier um die Sportplätze der Region geschoben wurde. Mein Vater hat ja 61, 62 hier sehr erfolgreich gespielt. Und wenn man mal die alten Bilder sieht, dann sehen wir mal, mit welchem Anstand man früher noch zum Fußball gegangen ist, also mit Hut und Krawatte. 5000 Zuschauer, Hut und Krawatte auf, Hut auf und Krawatte an in den 60er Jahren. Wie gesagt, das ist ja, ich habe ja Fußball schon mit der Muttermilch aufgesaugt hier beim SV. Ja. Und es gab sicherlich viele Highlights, aber das Epping-Thema oder Kirchheim oder so, das war dann natürlich immer was Besonderes. Und wenn man sich auch mal das Thema überlegt, wir haben jetzt 5-mal umgebaut, um das Stadion auf 15.400 Zuschauer zu bekommen, mit viel, viel Geld. Und damals waren hier im Stadion 12.000 Zuschauer, was eigentlich, ich sag mal, ja, vielleicht wäre mit den heutigen Richtlinien, was die Versammlungsstätte betrifft, hätte man damals vielleicht 6,5, 7 reinlassen dürfen, wenn überhaupt. Ja. Wenn man damals sieht, dass dann 12.000, zwar mit Zusatztribüne vorne, aber 12.000 hier im Hartwald, das wäre heute, wie wenn in dieses Stadion 20.000 rein oder 22.000 reinknallst. Ne. Und wir haben mittlerweile Szenen gefunden, das ist richtig. Das ist brutal, da sind die Leute auf einer normalen Stehstufe zu zweit hintereinander gestanden. Ja. Also das kannst du mit der heutigen Zeit auch nicht mehr beschreiten. Das ist auch, wenn hier zum Spiel raus zum Stadion fährst, da sind die Leute rechts und links vom Gehweg gelaufen in der Zeit, 70er Jahre, 80er Jahre. Da hast du in der Oberliga in jedem Heimspiel zwischen 2.000 und 3.000 Zuschauer, bei Highlights 4.000, 5.000, 6.000 Zuschauer gehabt. Unvorstellbar. Ja. Früher gab es halt diesen hohen Lebensstandard hier in der Region nicht. Es gab diese hohe Kaufkraft in der Region nicht. Es gab diese vielen Firmen, die international tätig sind hier in der Region nicht, außer vielleicht der BASF, die gab es damals schon. Aber die Leute haben halt damals nur Fußball gehabt, es gab Golf, es gab schon irgendwas, die ganze Sportart oder das ganze Freizeitverhalten, was man heute an den Tag legt. Es gab es damals nicht, sondern es gab am Samstag das Spiel und da ist jeder hingegangen. Also wir haben in diesen Jahren, 60er, 70er, 80er Jahre, wesentlich, also ich behaupte sogar mal doppelt oder dreifach teilweise, mehr Zuschauer aus dem eigenen Ort gehabt, wie wir momentan in der zweiten Liga haben. Erinnerungen, toll. Es war eine tolle Zeit. Ich war sowohl beim Vor- als auch beim Rückspiel, bei beiden Spielen dabei. Aber jetzt, was wir da gemacht haben, wie wir das erlebt haben, kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass es für den Verein, damals deutscher Amateurmeister, das hat halt noch Gewicht gehabt. Ja. Für den Verein war es schon auch da ein gewaltiger Fortschritt in der Anerkennung bundesweit. Ja. Und das haben wir einfach genossen und ausgelebt. Ja. Okay. Ja gut, 95, 96 war ja eh ein erfolgreiches Jahr, Aufstieg Regionalliga damals. Ich war bei den Fans in der Kurve gestanden, Block A4. Damals noch mit Zaun und allem, wie es halt so früher eben war. Und das Unentschieden während der normalen Spielzeit war ja schon eigentlich, hast du gesagt, damit ist alles geschafft und alles erledigt. Aber nachdem dann 10, 11 Meter rum waren und die Torhüter gegeneinander angetreten sind und auch die verwandelt wurden, haben wir gesagt, hey, das ist ja Wahnsinn. Damals noch ohne Flutlicht hier. Hoffentlich wird es nicht dunkel. War zwar im Sommer, aber hoffentlich wird es nicht dunkel. Also es war...
ja, das war hochemotional. Und hinterher ist dann natürlich hier ordentlich gefeiert worden. Und das war ein unglaubliches Ereignis. Wenn du im Pokal den Gegner schlägst in einer normalen Spielzeit, das ist okay, dann freust du dich und dann hast. Klar ist natürlich ein Highlight, aber das hat alles geschlagen, was die Spannung betrifft. Ne? Das hat ja mit jedem Elfmeter hätte es ja entschieden sein können. Ne? Hartwall TV wurde Ihnen präsentiert von Entermedia Heidelberg.